So, und heute starten wir rein mit, wir bauen uns mal die ersten Sachen im Dashboard. Ich persönlich an eurer Stelle, ich würde erstmal in eure Einstellungen, Geräte, Dienste, dann schauen wir mal in die Integrationen, was denn ein wenig sinnig ist, was man dann ein wenig installieren kann. Ihr werdet hier einige sehen, die euch bestimmt zusagen, wo ihr Geräte habt, vielleicht ein Android TV, ein Apple TV, oder. Ich persönlich möchte jetzt aber mal die MetNode. No, das ist die hier. Die ist für Wetter ganz gut. Die greift den Breiten- und Längengrad ab, was ihr eingestellt habt hier unter Einstellungen, Bereiche, Zonen. Hier das Home greift die ab. Den könnt ihr ja verschieben, wie ihr wollt. Der liegt am Anfang auf Amsterdam, den könnt ihr einfach hin und her schieben. Genau. Also, die holen wir uns jetzt mal. Ob Einstellungen, Geräte, Dienste, Integration hinzufügen. Die mit No absenden. Die möchte ich hier mit drin haben. Das ist ein Wetterforecast. So, was kann ich mit dem jetzt machen? Jetzt hier auf Benutzerfläche konfigurieren. Jetzt lösche ich die hier erstmal raus, die ich nicht mehr haben möchte. Dann schauen wir nochmal, was hatten wir hier? Rasteransicht, die möchte ich nicht. Ich möchte eine Seitenleiste. Und zwar möchte ich jetzt hier eine Wetterkarte. Also da geht man im Endeffekt hier oben auf Karte hinzufügen. Und Weather. Wettervorhersage. Dann sagt er hier Identity benötigt. Da gibt es jetzt die Weather Home. Habt ihr das nicht installiert, dann ist es nicht da. So. Nur aktuelles Wetter zeigen, nur Vorhersage. Ich möchte beides in dem Fall. Und dann sage ich Speichern. So, jetzt sieht es hier komisch aus. Ich habe es immer hier in der Seitenleiste. Gefällt mir persönlich sehr gut. So, dann haben wir unsere erste Karte schon hinzugefügt. Ich habe es euch ja gestern schon gezeigt. Gestern in der letzten Folge, die ich gestern aufgenommen habe, in den Frontends. Haben wir jetzt auch ein paar Sachen mit hinzugefügt. Die müssen wir aber noch aktivieren. Und das können wir wie folgt machen. Wir gehen in unseren File-Editor. Dann gehen wir hier auf File und zwar auf unsere Configuration-YAML. Hier steht im Endeffekt, das ist so die Basis-YAML. Nicht wundern. Ich habe jetzt hier Port 8124. Ich rufe auch 8124 auf. Weil mein Hauptsystem läuft auf dem normalen Port 8123. So, wenn ihr euch hier Notizen machen wollt, macht einfach eine Raute, das heißt, es ist auskommentiert. Und hier mache ich jetzt Templates des Themes. Und da möchte ich jetzt in der YAML-Sprache, muss ich jetzt hier reinschreiben, mein Front. End Doppelpunkt findet man die Themes Doppelpunkt und ich inkludiere das jetzt mit Ausrufezeichen include. Ich inkludiere jetzt sozusagen, also ich ein Verzeichnis. Das sollte normalerweise soweit passen. Ich speichere das jetzt mal. Und jetzt kann ich hier schauen, ob meine Konfiguration passt. Entwickler-Konfiguration prüfen. Was habe ich jetzt hier inkludiert? Themes. Hier gibt es einen. Community. Und dann ist es da drin. Genau. So, das heißt, wir müssen den jetzt einmal neu starten. Gehen wir da Neustart und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der neu gestartet ist. Also ich lasse euch da jetzt nicht mit zuschauen. Das dauert ein bisschen zu lang hier. Genau, wenn wir das jetzt dann installiert haben, dann drücken wir noch einmal Steuerung F5. Steuerung F5.
Und dann können wir, wenn wir wieder auf Bearbeiten gehen, gerade hinzufügen. Dann haben wir hier unten auch die ganzen Themes, die wir uns eben mit hinzugefügt haben. Die ganze Mushroom-Etende, die ist. Ja, da kann man relativ viel machen. Zum Beispiel jetzt hier Update-Card. Und da möchte ich die Home Assistant Supervisor. Zack, dann steht es hier drin. Das ist natürlich auf die ganze Leiste, weil wir haben jetzt hier die Seitenleiste und die Hauptleiste. Man kann das aber auch anders machen. Man kann einen Raster einfügen mit zum Beispiel drei Spalten. Das kann man jederzeit ändern. Und jetzt muss ich hier auch wieder ganz runter. Jetzt habe ich hier meine Update-Karte. Habe ich eine. Ich habe hier immer rechts eine Vorschau. Und kann jetzt aber auch sagen, ich möchte noch eine daneben. Und zwar wieder die Update-Karte. Und da haben wir dann zum Beispiel Fritz Oss. Zeigt es hier ein klein an. Ich kann da jetzt auch einen anderen Namen vergeben. Zum Beispiel Ruder. Und da war noch was ganz anderes hinzufügen. Ich könnte jetzt hier sagen, ich möchte jetzt hier noch eine Battlecard, wo ich meinen User anspreche. Hallo. Mein User heißt Manu, deswegen kommt hier Hallo Manu. Und zwar setze ich das am Anfang. Ich kann es mittig setzen von der Karte. Kann es ausrichten, wie ich das halt möchte. So, jetzt steht es aber hinten. Ich will es aber ganz vorne haben. Dann kann ich hier mit die Pfeile das verschieben. Ich das jetzt speichere. Dann habe ich hier einen großen Kasten auf einmal. Das wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen hier Karten als Quadrate darstellen. War nett. Jetzt steht hier Hallo Manu, das könnte man jetzt zum Beispiel so ganz nach oben schieben. Die Karte, die will ich gar nicht. Hallo Manu, Home Assistant Supervisor, das Update ist aktuell, der Ruder ist aktuell. Und hier kann man das relativ weit treiben. Ich kann jetzt einfach sagen, ich möchte jetzt noch ein Raster drunter setzen. Und zwar eine. Den Minigraph, der ist jetzt ein bisschen schwieriger. Und zwar, wie kriege ich jetzt raus, wie ich mit dem arbeite? Kann mir jetzt auch einfach hier den Namen einmal kopieren. Und gehe ich jetzt dann mal in Google und gebe dir mal einen, schon mal, was kommt. Ah ja, Lovelace, Minicard, GitHub. So. Und in diesen GitHubs findet man eigentlich immer, was für Card Options ich an und für sich habe. Hier zum Beispiel Temperatursensor, Sensor Pressure. Ich zeige euch da jetzt mal ein Beispiel von meinem. Ich habe jetzt hier my Total Power. Die kann ich jetzt in dem Fall aber tatsächlich nicht nehmen. Aber was ich nehmen kann, ist mein Download aktuell. Zeige euch da jetzt mal den Code dazu. Für die Stelle. Den nehme ich jetzt einfach mal mit. Wir sehen jetzt hier, das ist die Minigraph Card. Geht nicht. Ich muss hier extrem aufpassen, was ich reinschreibe. So, jetzt sagt er mir hier aber Minigraph Entity not available. Also mein Sensor, Fritzbox, Cable Download Throughput 2 ist hier nicht enabled. Da kann ich aber sagen, hier, ich gehe Sensor weg, Hochpunkt, Fritz, genau, das heißt hier nämlich anders. Download Throughput und hier habe ich noch den Cable Upload Throughput. Anpassen. Fritz. Wo ist mein Upload? Jetzt brennt, man muss immer den Punkt mit wegmachen. Jetzt mal eine Box. 90. Schade.
AX Upload-Throughput. Genau, jetzt sehe ich das hier gerade ganz genau. Und zwar habe ich jetzt einmal den Download, einmal den Upload. Das sieht man hier, ich könnte jetzt im Normalfall hier noch Enter schreiben. Doppelpunkt Download. Das aber jetzt ein bisschen einrücken. Genau, und dann sieht man hier, steht Download. Bei YAML ist es immer extrem wichtig, dass ich die Leerzeichen beachte. Name, Doppelpunkt, Upload. So. Sieht man ganz genau, wenn ich das jetzt Moment. Passt auch. Genau. So. Und dann sieht man das aber auch schön. Hier machen wir alles, wenn wir die Quadrate aus. Dann wird es nicht so in die Länge gezogen. So, und jetzt habe ich hier schon ein Custom Graph. So wie ich das haben möchte. Mein Download ist aktuell bei 3, ja, jetzt geht er hoch. Mein Daumen schaut unten Fernsehen. Wenn ich jetzt aber hier sage, ich mache einen Speedtest, dann müsste der, das ist immer leicht zeitverzögert. Aber eigentlich dann gleich immer hochschnalzen. Schauen wir mal, was macht. Ist in dem Fall nicht gemacht. Also das ist nicht absolut live. Na? Sonst wären das sehr viele Daten, die da übertragen werden. Aber grundsätzlich kann man schauen, wann, wie, wo, was. Genau, das wären jetzt so Karten. Wie, wenn ihr jetzt mal wirklich irgendwie sagt, ihr wollt da irgendwas machen, ganz ehrlich, ich google mir alles raus. Ihr seht ja hier in meinem Live-System, ich habe hier ganz viel selber gebastelt. Na? Man kann sich das hier zusammenbasteln, wie man möchte. Ich könnte auch jetzt zum Beispiel Elemente nehmen. Und da sage ich jetzt, nehme ich auch hier die Möglichkeit für ein Reboot. Fritz. WLAN. Jetzt machen wir jetzt weit unten. Zack, machen wir Fritz. Und zwar schnappe ich mir jetzt immer gerade die WLAN-Switch. So, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt hier ganz viel Fritzbox stehen. 2,4 GHz ist an, mein Gastzugang ist aus. Das könnten wir jetzt einmal schauen. So, man sieht jetzt hier bloß mein Manu. Wenn ich den Gastzugang jetzt anschalte, das geht relativ schnell, ist der Gastzugang auch da. Mir gefällt jetzt aber die Benennung nicht, also gehe ich wieder auf Bearbeiten, meine zweite Spalte und kann dann jetzt auch hier sagen, ich mache da einfach 2,4 GHz. So, jetzt haben wir einen riesen Fehler gemacht. Bei Namen reinschreiben. 2,4 GHz. Und da stehen nämlich hier nur noch 2,4 GHz. Und so kann man sich seine ganzen Interfaces so zusammenbauen, wie man das eben möchte. Wenn es dann einmal weitergeht, dass man sagt, man möchte jetzt halt irgendwelche Roboter oder eingeben. Habe ich euch im letzten Video, glaube ich, schon mit gesagt. Mein erster Weg ist immer, erstmal zu schauen, gibt es eine Integration. Ich nehme jetzt mal mein Xiaomi. Den gibt's. Also kann ich den auch einrichten. So, jetzt will der
Mein Cloud-Benutzername. Mal schnell nachschauen. Wenn ich schaue, Moment. Und dann, wenn ich das eben alles eingetragen habe, dann würde der mir da auch meinen Roboter bringen, meinen Staubsauger-Roboter. Ah ja. So, das passt doch nicht. Ja, kann ich euch in dem Fall jetzt gerade tatsächlich nicht zeigen, weil ich meine Login-Daten dafür nicht da habe. Aber das könnt ihr ja dann einfach eingeben. Was haben wir noch? Also man sieht wirklich, es sind extrem viele. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Nina sage, die Nina-Integration möchte ich einrichten. Schauen wir doch mal. Stadt, Landkreis, einwandfrei. Das ist ganz viel. A bis D. Sorgast. Die sind einfach relativ einfach zum Einrichten. So, hier haben wir drin maximale Warnungen pro Landkreis, Corona-Warnungen entfernen. Okay, so, jetzt haben wir hier 5 Identities. So, könnte ich mir hier einfach sagen, zack, arbeiten, da setze ich mir noch einen dazu. Und zwar... Was? Ende. Schauen wir, was dann rauskommt. Sicher, 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 sicher. Okay, da könnte man sich auch zum Beispiel hier oben eine Karte erstellen. Also ihr seht, man muss sich da einfach ein bisschen reinfuchsen. Und wenn ihr in den Integrationen nichts findet, dann schaut einfach mal in der Hex rein. Da gibt es richtig, richtig viele. Also da geht es extrem weit nach unten. Genau, wenn ihr irgendeine spezielle Integration habt, wo ihr nicht weiterkommt, der erste Tipp ist immer, wir nehmen jetzt einfach eine. Das könnte ein wenig interessant sein. Ja, was ist interessant? Gute Frage. Wir nehmen jetzt einfach irgendwas, wir brauchen irgendwas, was ich kenne. Sachen, die ich hier, die mir so überhaupt gar nichts sagen. Zone Controller. Nehmen wir jetzt einfach mal Mercedes. Genau. Hier. Mercedes Me. Kann ich mir jetzt mal aufmachen, dann kann man mal gucken, was der kann. Log in once in your WCs before you install the component. Genau. Und die könnten wir jetzt einfach installieren ihre Repository herunterladen. Und dann ganz wichtig, wir müssen den dann neu starten. Und wenn wir den dann neu starten, sagt ja nochmal ausstehender Neustart, dann wird es jetzt wie in meinem normalen Home Assistant
finden wir unter Gerätedienste dann schon einige, die ich hinzugefügt habe. Da haben wir dann die Mercedes Me, die habe ich ja schon konfiguriert. Und in der zum Beispiel kann man ganz viele Sachen ablesen. Ja, man kann echt sehr viel mitmachen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Integrationen an und für sich selber, dann schreibt es in die Kommentare, lasst gern ein Like da, ein Abo, mir helfen gern weiter, kommt auf den Discord. Ja, ansonsten würde ich jetzt als nächstes einmal darauf eingehen, wie ich das mit meiner Energie hier gemacht habe, damit ich genau sehe, was wie viel Strom verbraucht bei mir im Haus oder wie viel mein Gesamthaus Stromhausverbrauch ist. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.